Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Lombardi-Box von Pietro Lombardi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lombardi von Pietro Lombardi. Das Ganze am 20. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das dritte Album von Pietro Lombardi und dieses als Box erschienen. Wir haben hier eine weiße Box. Bevor wir das Ganze starten, haben wir hier noch einen Sticker, beziehungsweise ich sehe gerade, der ist unter der Folie. Gut, dann machen wir die Folie mal ab und kommen zu dem Sticker danach. Dachte erst, der wäre auf der Folie drauf, aber nein, der ist direkt auf die Box geklebt. Okay. So, wir haben hier eine relativ hohe Box, also von der Höhe fast schon wie so ein Schuhkarton. Hier vorne lesen wir einmal den goldenen Schriftzug in Hochglanzoptik Lombardi. Ansonsten haben wir hier so ein geometrisches Muster, also so ein Karo, so ein Quadrat, das dann eben hier nach außen geht. Weiß und, was ist das, so blau, blau-grün. Und hier oben haben wir dann einen Sticker. Auf der Vorderseite haben wir hier ein Foto des Interpreten, also das ist glaube ich auch das Cover des Albums. Genau, also wenn ich es jetzt, genau hier ist das Jewelcase abgebildet, also die Albumhülle dann. Und hier ist dann der Boxinhalt aufgelistet. Pietro Lombardi Fanbox, inklusive exklusivem Lombardi Cap, handmade in Europe, handsigniertem Fotodruck, Fan-Tattoo-Bogen mit drei Original-Tattoos von Pietro, das neue Album Lombardi als CD mit 17 Songs, inklusive der Hits Senorita, Phänomenal und Es tut schon wieder weh. Allen Lyrics plus exklusivem Posterbooklet. Darunter haben wir dann auch nochmal den Boxinhalt hier visualisiert. Also so sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir hier oben mal einen Barcode und hier unten noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Polydor. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen weiß und hier kommt uns dann schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die Cap, dann eine Autogrammkarte, die ist echt riesig, also rein so vom Format sehr ungewöhnlich für eine Autogrammkarte. Dann den Tattoobogen mit drei Motiven und natürlich das Album an sich. So sieht es aus. Wir haben hier dann noch so eine Halterung, in der das Album Platz gefunden hat. Hier so eine Kartonhalterung, die lassen wir mal drin. Dann packen wir den Deckel wieder drauf und machen die Box zur Seite. Es gibt eventuell bei dem einen oder anderen von euch noch einen zusätzlichen Boxinhalt. Den kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich habe ihn offensichtlich nicht in der Box gehabt. Aber es gab noch als kleines Special die Möglichkeit, eine Wunschkugel zu bekommen. Also es gab in fünf Boxen gab es eine sogenannte Wunschkugel. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Dragon Ball, wenn ihr mich fragt. Und mit Hilfe dieser Wunschkugel konnte man ein exklusives Treffen mit Pietro Lombardi gewinnen. Wie gesagt, also in der gesamten Auflage der Boxen wurden fünf dieser Dinger versteckt. Falls ihr so eine vorfindet, ich glaube es ist so eine orangene Glas- oder Kunststoffkugel, dann seid ihr die glücklichen Gewinner. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Hier lesen wir einmal den Albumtitel Lombardi. Hier auf der Seite lesen wir den Künstlernamen Pietro Lombardi. Und genau dieser ist auch hier abgebildet. Ja, sieht so aus, als wäre hier vor einer Hotelanlage. Sieht für mich so nach Strand aus. Wir sehen hier im Hintergrund so kleine Sonnenzelte und auch so Liegen. Also wurde im Urlaub aufgenommen. Hier mit Sonnenbrille und ich glaube, ja, sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das sogar die Cap der Box, die er hier trägt. In dem Licht natürlich nicht ganz so rosa, aber es dürfte wohl genau diese hier sein. So, auf der Seite lesen wir auch Pietro Lombardi und Lombardi und haben hier so rosane Blumen. Und genau vor diesem Strauch, vor diesem Busch hier steht er dann auch auf dem Rückcover. Wir haben hier die Tracklist. Zwei Bonustracks sind auch noch mit dabei, also es sind insgesamt 15 Tracks plus 2, also 17 Tracks. Und wir haben hier Features mit dabei von Dardan, K1 und Giovanni Zarella.
Und dann haben wir noch Bonustracks. Du bist die eine bei Dieter Bohlen. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, Dieter Bohlen hat den Song geschrieben und nicht gesungen. Und ja, deswegen ist er auch hier nicht als Feature irgendwas angegeben, aber scheinbar hat er sich hier in die Credits oder direkt hier in die Album-Titelliste eingetragen. Spannend. Hier oben rechts Barcode, die Beteiligten kennen wir schon, dann schauen wir hinein. So, als erstes haben wir hier einen Flyer zur Tour Pietro Lombardi und Band Live 2020 und hier dann noch diverse Sommer-Events. Ist natürlich jetzt die Frage, ihr wisst Bescheid, Corona und so weiter, werden sich wahrscheinlich sehr viele Sachen verschieben, Tour und so weiter. Warten wir mal ab. So, dann haben wir noch einen 10% Rabatt-Gutscheincode. Mit Macarena kann man hier im Pietro Lombardi Shop einkaufen. Und als nächstes kommen wir zum Booklet. Wir haben hier ein ziemlich dickes Booklet. Ja, es ist, wie wir auch schon auf der Box gelesen haben, ein Poster-Booklet. Hier im Querformat. Wir haben hier die gesamten Lyrics. Also hier ist wirklich jeder Track Wort für Wort abgedruckt. Wunderbar. Hier kann man jeden Track dann mitlesen, mitsingen, was auch immer. Dann haben wir hier noch ein paar Credits. Und auf der Rückseite haben wir noch ein Poster. Ein Poster im Querformat. Also Pietro Lombardi hier vor einem Zaun mit Flamingos. Okay. Also Poster-Booklet mit dabei. Ist die Frage, wie wir das am besten wieder zusammenfalten. Genau so. Jawohl. So, dann packen wir das wieder rein. Ebenso den Flyer. Und als nächstes kommen wir dann zur Album-CD. Die ist hier in diesem, ja, was ist das? Ich würde sagen, graublau gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite nochmals Pietro im Tanktop. Gut, das war's zum Album. Dann haben wir mit dabei einen Tattoo-Bogen mit drei Motiven. Einmal hier. Das sieht mir aus nach einer Uhr. Okay, also eine Uhr mit römischen Ziffern. Dann haben wir hier Familie, Glaube, Liebe und ein Notenschlüssel, ein Violinschlüssel. Hier hinten gibt es noch die Anleitung zu den Tattoos. Also sind so temporäre Tattoos, die man hier mit Wasser auftragen kann. Von der Urban GmbH. Jawohl. Es sind tatsächlich drei Tattoos, die Pietro Lombardi selbst trägt. Also die er auf seinem eigenen Körper hat. Da kann man dann das Ganze auch auf seinem Körper verewigen. Und als weiteren Boxinhalt haben wir hier eine Autogrammkarte. Die ist echt riesengroß. Im Querformat. Scheinbar wieder dieses Bild, das wir schon vorher gesehen haben auf dem Poster. Nur etwas andere Perspektive eben hier von der Seite, aber es ist auf jeden Fall hier wieder dieser Zaun mit den Flamingos. Und dann hier mit blauem Stift unterschrieben von Pietro. Und auf der Rückseite blankweiß. Jawohl. Also Autogrammkarte im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch die Cap, die Snapback Cap in rosa und weiß. Hier lesen wir einmal Lombardi Snapback Established 1992. Wir haben hier den Schirm und auch hinten hier alles in rosa. Ebenso das Logo, das PL, also seine Initialen. Am Schirm haben wir dann hier noch so graue, blaue, so graublaue Nähte. Auf der Rückseite sieht das so aus. Also alles hier in diesem Netz in rosa. Dann hier hinten in weiß. Universal Music Established 1992 Lombardi. Also ich glaube, das ist ja auch seine, ja, seine eigene Marke. Hier lesen wir dann auch wieder Lombardi. Universal Music Made in Portugal. Das sieht man selten. Also man sieht ja dann häufiger irgendwie Made in Bangladesch oder Taiwan, aber Made in Portugal recht selten. So, Body 100% Baumwolle, Mesh. Also das ist das hier hinten, das Netz. Das ist das sogenannte Mesh. Besteht aus 100% Nylon und Closer aus 100% PU. Okay. Handwash only, do not wring line dry. Also die Wasch- und Pflegehinweise. Alles klar. Hier innen dann noch blau vernäht. Und dann hier noch das Schweißband, auch wieder in rosa. Ja, so sieht das aus. Der Schirm dann hier auch nochmal mit diesem graublau vernäht. Jawohl.
Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback Cap, die rein so von der Farbe her dann doch eher wahrscheinlich so das weiblichere Publikum abholen soll. Dann haben wir die Autogrammkarte im Querformat inklusive Unterschrift, den Tattoobogen mit den drei temporären Tattoos, drei Motive, sowie natürlich das Album an sich, Lombardi, mit insgesamt 17 Tracks und 3 Features. Ja, wie gesagt, diese Wunschkugel kann ich euch leider nicht zeigen, aber bei 5 von euch wird sie dann dabei sein. Das alles in dieser wunderbaren Box Lombardi von Pietro Lombardi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Pietro Lombardi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.